Der Erdinger Meistercup auf RTF 1 wird präsentiert von Erdinger Weißbier. Das Weißbier der Fußballfans. Hallo und willkommen zum Sport am Montag. Fußballlose Zeit gibt's nicht mehr. Nach der Runde ist vor der Runde und da gehört auch der Erdinger Meistercup 2015 dazu. Florian Weiler, Cheforganisator, Projektleiter vom Titelsponsor bei mir. Ja, beim Franz Beckenbauer gab es einst den Cup der Verlierer. Bei euch sieht es ganz anders aus. Das krasse Gegenteil. Erklär unseren Zuschauern mal, was steckt dahinter beim Meistercup, Erdinger Meistercup. Ja, der Erdinger Meistercup ist ein Fußball-Amateurturnier auf Kleinfeld für alle Meister von der Kreisliga C bis zur bestspielenden Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg. Teilnahmeberechtigt, wie gesagt, nur die Meister. Der Turniermodus läuft in 4 Vorrundenturnieren und heute haben wir das große Finale beim TB Kirchhellenfurt. Hier haben wir insgesamt 40 Mannschaften. Die Spieldauer ist 10 Minuten und wie gesagt, Kleinfeld, 5 Feldspieler, ein Torwart. Und natürlich steht hier der Spaß im Vordergrund. Nicht alle Meister haben jetzt gemeldet, ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, weil wir haben einen Teilnahmerekord mit 135 Mannschaften. Das entspricht schon ca. 70% aller möglichen Meister. Ist eigentlich ein Riesenerfolg, wenn man bedenkt, dass der Teilnahmeschluss direkt nach dem Saisonende war. Also die Mannschaften hatten teilweise nur einen Tag Zeit, um sich zu entscheiden. Von dem her hier ein großer Dank an alle ehrenamtlichen Helfer von den Bezirken, an den WEV, dass wir den Teilnahmerekord erreicht haben. Was gibt's denn für den Sieger? Das ist ja auch ein Anreiz, hier teilzunehmen. Das ist ein großer Anreiz. Für den Sieger gibt es ein professionelles Trainingslager für 20 Personen im Süden Europas. Im letzten Jahr waren wir in Valencia, im SV Salamander Convestheim und im TV Derendingen. Ich glaube, die Damen und die Herren können sich noch gut erinnern. Top professionell, eine Woche lang auf bestens präparierten Plätzen, bei bestem Wetter und Meerblick. Ich glaube, es gibt nichts Interessanteres für eine Fußballmannschaft. Es sind ja alles nur Amateure, sowas zu gewinnen. Aber auch der zweite Platz lohnt sich sehr. Eine Meisterschaftsfeier, einfach den Erfolg nochmal Revue passieren lassen. Und der dritte Platz nochmal ein Adidas-Trikotsatz. Ich denke, es sind tolle Preise, wo jeder gerne dabei ist und mitspielt. Genau. In der Tat, tolle Preise, eine tolle Veranstaltung. Das Wichtigste gibt es, vor allem natürlich haben wir einen Blick auf unsere Mannschaften geworfen, gibt es jetzt das Endspiel, die Siegerehrung, alles drum und dran. Flo, vielen Dank schon mal. Groß was los also am Karfurter Faulbaum. Und wir gehen gleich mal rein zu U23 der TSG Balingen in weißen Jerseys, seines Zeichens neuer Verbandsligist. Und hier gleich mal mit dem ersten Turniergegentor. Der SV Ennetach, Meisterkreisliga A, kennt da keine Gnade. Schnell auf Platz 4, dort war ebenfalls ein Meister unterwegs. Der SSC Tübingen musste gegen den TSV Simmersfeld ran. Tübingen mit Espanja-Gedächtnistrikots und gleich mächtig unter Druck. So geht Kleinfeldfußball schnörkellos nach vorne und Druff, der war exakt im Giebel. Ulasch Aida, der Vollstrecker und gleich bei uns im O-Ton. Haben wir der Torschütze für den SSC Tübingen. Wie sieht's aus, Spielstand? 1-1 gerade. Also ganz wichtiges Tor. Ja, erstes Spiel ist noch alles offen. Wollen wir ganz ruhig spielen. Und wie sieht die taktische Vorgabe aus vom Coach? Spaß haben und Fußball spielen, mehr nicht. Einfach nur Spaß haben heute, mehr geht nicht. Rauf und runter rennen und dann raus? Ja, minimal auf und maximaler Spaß. Okay. Spaß. Danke, Gleichheit. Wir gehen wieder zu U23 der TSG. Die waren ja bekanntlich in Not, hatten jedoch in der Zwischenzeit für klare Verhältnisse gesorgt. Paul Kossig ohne Humor flach ins Eck, das zwischenzeitliche 4:1. Die Richtung passte also wieder. Die Jungs von der Zollernalb deuteten bereits hier an, wir sind gut drauf. Sehr gut drauf. Ja, 6:1 gewonnen, sind am Anfang also hinten gelegen durch einen individuellen Fehler. Haben es dann aber gleich wieder korrigiert. Dann unser Spiel durchgezogen und lief nach Plan, muss man ehrlich sagen. Ja. Ja, nach Plan lief ja auch die Runde Aufstieg in die Verbandsliga. Das heißt, ihr seid ja hier eigentlich bei dem Teilnehmerfeld auch schon so ein bisschen Favorit. Ja, es sind ja auch noch ein paar andere gute Mannschaften dabei. Wir sind ja jetzt mit 3 anderen Landesligameistern dabei. Dann noch aus der Oberliga, ein Verein. Ja, aber wir geben heute alles und wollen so viel rausholen, wie es nur geht. Alle Partien übrigens absolut fair geführt. Da hatten die Mannen in Schwarz oder wie hier bei Klaus Sulz besser gesagt in Orange keine Probleme mit der Spielführung. Hofmann Isolierungen. Vielseitig, flexibel und kompetent. Mit einem breiten Spektrum an Blechisolierungen und vorbeugendem Brandschutz für Industrie und Kommunen ist die Robert Hofmann GmbH in Kirchhellenfurt Ihr zuverlässiger Meisterbetrieb in der Region.
So, und wenn wir schon mal da sind, machen wir gleich weiter auf dem Center Court. Die Dame des BFC Pfullingen, wie es sich gehört, ganz in Blau, einst ja das Aushängeschild, wenn es um Frauenfußball in unserer Region ging, inzwischen wieder aufstrebend, hatten es mit der SV Böblingen zu tun. Kompromisslose Defensivarbeit, der Schlüssel zu einem guten Turnierstart. Der Coach Alexander Jedele zuversichtlich und locker. Erdinger Cup, für euch eine Riesensache. Absolut, absolutes tolles Highlight. Wir sind froh, dass wir dabei sind. Und zwar überhaupt keine Diskussion, dass wir teilnehmen. So, und jetzt habt ihr euch gleich einen Landesligisten vor die Nase gesetzt. Richtig, absolut. Aber in der Endrunde gibt es keine schwache Mannschaft mehr. Definitiv. Abschluss! Und für euch im Vordergrund auch ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen von den Besseren? Ja, absolut. Im Hinblick auf dessen, dass wir Aufstieg sind in die Regionenliga, ist das ganz wichtig. Aber wird schneller gespielt, wird härter gespielt. Und das tut uns ganz gut, wenn wir das gleich mitkriegen. Und jedes Tor wird gesondert gefeiert? Absolut, total. Na, wir sind, wie gesagt, überglücklich, dass wir in der Endrunde sind. Wir gehören zu den 16 besten Mannschaften in Württemberg. Was wollen wir mehr? Vielen Dank und viel Glück. Danke, danke. Die kommende Partie hatte es dann auch aus Sicht unseres Sendegebietes in sich. Die SG Reutlingen, neuer Bezirksligist, gegen den neuen Landesligisten SV Croatia Reutlingen. Beide Teams mit souveräner Rundenleistung, viel beschnuppern braucht man sich nicht, kennt sich ja aus den vergangenen Ligajahren nur allzu gut. Die SG in den weißen Trikots, angriffsfreudiger und mit den besseren Chancen, Croatia mit wenig Durchschlagskraft. Folgerichtig das 1:0 für die SG, zugleich auch der Endstand. Bester Mann auf dem Platz, Sebastian Sorg mit dem Treffer. Schlusspfiff, Shake Hands, wie gesagt, die ganze Veranstaltung stressfrei. Wir haben jetzt gut gefeiert die letzten Tage. Wir sind auch mega stolz auf uns, die Meisterschaft gewonnen zu haben. Wer hätte das gedacht? Haben jetzt viele Neuzugänge, mit denen wir auch heute dabei sind auf dem Erdinger Cup. Und ja, natürlich wollen wir das Ding auch mitnehmen, aber ist halt nicht so einfach, wenn da hier nur Meister mitspielen. So sieht's aus, und jetzt auch gleich im Derby gegen die SG Reutlingen. 1:0 verloren, das ist schon ein Spiel mit Prestige. Ja, natürlich, vor allem im Derby gibt jeder 100%. Und das erste Spiel ist immer schwer, vor allem auf so einem Kleinfeldturnier. Und ja, haben verdient, verloren, sage ich mal. Aber versuchen es jetzt im nächsten Spiel besser zu machen. Mund abwischen SV Croatia in der Runde Zelt. Die Jungs der SG machten es sich derweil im Bierzelt gemütlich. Beim Derby-Sieg gibt es immer was zu feiern. Im spannungsgeladenen Derby gegen den Landesliga-Aufsteiger gewonnen. Ihr habt auch gut gespielt, deutlich bessere Chancen gehabt. Nimmt man so ein Turnier einfach mal als Vorbereitung ein bisschen mit? Ne, ich denke, als Belohnung für eine super Saison, kann man das auch sagen. Der Erdinger Cup ist wirklich sehr, sehr gut organisiert. Das macht unserer jungen Mannschaft auch riesig Spaß, hier sich gegen höherklassige Mannschaften mal zu messen. Ja, und das habt ihr, wie schon gesagt, gegen Croatia klasse gemacht. Nimmt man sich besonders viel vor bei so einem Spiel, weil man ja weiß, okay, gegen den Stadtrivalen, da will man gut aussehen? Für uns immer was Besonderes, gegen Croatia zu spielen. Gutes Verhältnis zwischen beiden Mannschaften, aber ein Derby ist halt doch. Und da freuen wir uns immer besonders drauf und sind auch schon noch mal ein bisschen mehr motiviert als sonst. Liebäugelt man ein klein wenig mit der Sensation, vielleicht einem Turniersieg? Nee, das nicht. Aber jeden Gegner zu ärgern, so wie in dem ersten Spiel jetzt, alles rauszuholen, als Mannschaft aufzutreten und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, wir blicken natürlich dann auch ein bisschen in die Runde rein. Ihr seid aufgestiegen. SG, so in Anführungszeichen, eine kleine Fahrstuhlmannschaft? Wir hoffen jetzt nicht mehr. Die letzten Jahre war es leider so. Aber ich denke, der Kader bleibt zusammen für die neue Runde. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Ist eine gute Mischung aus einer jungen und erfahrenen Spielern. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, uns wieder langfristig in der Bezirksliga festzusetzen. Ein wenig sanfter ging es anschließend bei den Damen aus Frommann-Dürrwangen zu. Die Mädels aus dem Badinger Stadtteil hatten den TSV Tamm als ersten Gruppengegner zugelost bekommen. Die Verbandsligadamen aus Frommern-Forsch in der Vorwärtsbewegung und mit Abschluss. Die Mädels standen dann auch übrigens punktetechnisch nach der Vorrunde im Regen. Trotz des phasenweise gestatten sie Sauwetters die Veranstaltung perfekt organisiert. Vor allem der TBK Fort hat ein funktionierendes Team, auf das Verlass ist. Stellvertretend der erste Vorsitzende Charlie Stefan. Aha war verschiedentlich bei Erdinger Cup Turnieren und da ist der Kontakt entstanden und wir haben uns dann mit dem WEV in Verbindung gesetzt, dass wir gerne bereit sind, so ein Turnier auszurichten in unserer schönen Anlage, und das hat dann in diesem Jahr geklappt. Alle Spieler loben den tollen Rasen.
Ja, da haben wir ein spezielles Green-Team. Dieses Green-Team wird geleitet von unserem Ehrenvorsitzenden, dem Helmut Grauer. Und er organisiert im Prinzip die Pflege dieser gesamten Anlage mit seinem Team. Dafür, da sind wir recht froh. Das sind einige Rentner, die ihre Freizeit hier verbringen und die Anlage pflegen. So, jetzt ist es ja nicht ganz so einfach mit so einer Mammutveranstaltung. Die Jungs von Erdinger sind da schon ein paar Tage vorher beim Aufbau. Man sieht ja auch Riesenbühne, Zelt, alles da. Helft ihr damit? Jawohl, wir haben verschiedene Arbeitseinsätze. Der Michael Hoffmann, Vorstand Sport beim TBK, hat das Ganze organisiert, hat es im Griff. Wir haben Arbeitspläne und wir haben über 70 Personen über die Zeit jetzt im Einsatz gehabt. Sowohl zum Aufbau als auch heute bei der Veranstaltung, als auch während dem Abbau. Alles perfekt bis aufs Wetter. Jawohl, aber das können wir wohl, dafür können wir beten, dass es gut wird. Aber wie es dann im Endeffekt wird, das haben wir nicht in der Hand. Dann runden wir den Tag mal mit den Finalspielen und den Ergebnissen ab. Bei den Damen konnte sich der SV Alberweiler ebenfalls im 9-Meter-Schießen gegen den TSV Ruppertshofen mit 4:3 durchsetzen. Der BFC Vullingen schied nach einem Sieg und 6 Niederlagen aus. Der TSV Frommern belegte im Endklassement Rang 8. Bei den Männern schieden die SG Reutlingen und der SSC Tübingen mit jeweils 8 Punkten nach der Vorrunde aus. Der SV Croatia zog mit 10 Zählern ins Viertelfinale ein. Da unterlag man dem Verbandsligameister FSV Bissingen mit 0:1 und wurde am Ende Siebter. Die TSG Balingen II gewann alle 5 Vorrundenspiele. Im Viertelfinale kegelte man dann den TSV Höfingen und im Halbfinale den FSV Bissingen aus dem Turnier. Das Finale unter der Leitung von Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher vom TSV Hirschau entschieden die Balinger mit 4:2 nach 9-Meter-Schießen gegen den FC Holzhausen aus der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald für sich. Also der Turniersieger beim Erdinger Meistercup heißt TSG Balingen 2. Glückwunsch! Am Abend gab es jede Menge Preise und die Siegerteams dürfen auf Kosten von Titelsponsor Erdinger in ein einwöchiges Trainingslager. Also wieder ein gelungener Finaltag, trotz widriger Bedingungen gab es spannende Partien. Jetzt geht's in die Vorbereitung und dann schauen wir mal, welche Teams sich für den Erdinger Meistercup 2016 qualifizieren. Das war's vom Sport, Ihnen eine schöne Woche. Der Erdinger Meistercup auf RTF1 wurde präsentiert von Erdinger Weißbier, das Weißbier der Fußballfans.